Damit sind wir zurück beim Let's Play von The Pirate Plague of the Dead. Ja, jetzt ist es schon 10 vor 11. Magic ist für heute fertig. Das wurde wieder eine Folge, die 2 umfasst. Aus Gründen des dortigen Parts. Aber es würde noch normalerweise mit der The Fight Club diese Folge und 2 Folgen Game of Thrones fehlen. Würde also heute quasi unmöglich alles zu schaffen, aber ich werde es schnell möglich machen und in der Nacht werdet ihr die Folgen haben oder spätestens morgen über den Tag. Ja, das letzte Mal The Pirate waren 1,5 Stunden, weil ich 3 Folgen nachgespielt habe. Dementsprechend ist eine Menge passiert. Wir haben zum Beispiel hier eine erste und zweite Galeone bekommen. Oder auch nicht. Ich dachte, wir hätten eine zweite Galeone bekommen, aber offensichtlich gilt die jetzt doch nicht. Nein, nur unsere. Wir haben sehr viele Aufträge gemacht, sowohl für James Yuri als auch für Ebenezer, haben einiges an Geld gemacht. Und ja, wir haben jetzt einen neuen Captain bei uns, den Choing. Oder Choing, glaube ich, wurde er genannt. Moment, ich mache kurz auf Captains. Cheung Po Tsai, ich glaube, er wurde, also es wurde irgendwie eine bestimmte Sache ausgesprochen in den Kommentaren, mit dem wir den Kraken beschwören können, aktiv. Es war sehr schwer, er war ein sehr unfreundlicher Genosse, der uns gewarnt hat, dass das ziemlich in die Hose gehen kann. Aber ja, wir haben es geschafft, ihn an Bord zu kriegen. Und ja, bei diesem Part werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Wir haben, wie gesagt, ich dachte, wir hätten eine zweite Galeone, aber offensichtlich ist die jetzt weg. Ich schau kurz, sind wir hier fertig? Alle Mannschaftsmitglieder ja, Reparatur ja, Sachen auf dem Schiff ja. Wir haben es jetzt mal auch ein bisschen mit den Kartätschen, das wurde extra betont, nicht Kartätschen, sondern Kartätschen geschossen. Dadurch haben wir eigentlich die andere auch erst eingenommen und wir sind als Pirat markiert, sehe ich das so richtig? Jaha, dann werden wir jetzt als erstes hier nach Roughneck Ridge zum Schmuggler fahren. Ich habe ja gestern gesagt oder versprochen, dass ich das nächste Mal, wenn wir Pirat sind, unseren Namen ändere. Und das werde ich jetzt tun. 91 Münzen, die können wir aber locker ausgeben, wir haben knapp 1200. Der Name war Premutos. Ich hoffe, jetzt schreibe ich ihn richtig. Das war ein Wunsch in den Kommentaren und natürlich werde ich ihn erfüllen. So, sind wir wieder als neutral markiert. Und ja, die zweite Galeone, keine Ahnung, wo sie gehen muss. Venice hat eine Aufgabe für uns. Jetzt geht natürlich nur eine halbe Stunde, deswegen gleich nach Super 7. Ich will den Kraken ausprobieren. Da soll eine Flotte lagern. Ich glaube, Spanier waren das. Spanier. Und wir haben jetzt hier auch die neue Flagge, das ist die Flagge von diesem Cheung, also von dem neuen Captain. Und genau, ich nehme erstmal spannende Flagge. Boah, 4 Schiffe, auf jeden Fall eine Galeone. Wie hier schon mal in die, das nächstgelegene feindliche Schiff der Kraken, ich weiß halt nicht. Wir gehen als Pirat, ach Gott, dammit. Ja, dann kann ich Piratenflagge hissen, ist eh schon egal. Ich weiß halt nicht. Und das kann ich auch mal machen. Ob man den mehrfach gucken kann, weil hier ist keine Zahl. Das wird bestimmt gleich erklärt. Und ja, ich werde es auf den Galeone machen. Weil die Galeonen sind die gefährlichsten. Das wissen wir schon von den Piraten. Captain, wir nennen uns der Flotte. Also ich nenne jetzt mal Cheung. Ich gucke nochmal in der nächsten Folge nach, wie es im Kommentar hieß. Weil ich glaube, ich habe beim letzten Mal Choing gesagt und Choing war auf jeden Fall falsch. Macht sich bereit. Mannschaft an die Kanonen. Der Kraken versenkt nur ein einziges Schiff, das am nächsten zu uns ist. Wir müssen uns um den Rest selber kümmern. Ja, das wissen wir. Ich werde die Galeone nehmen, die jetzt vor uns ist. Ich hoffe, der macht das gleich. So, probieren wir mal aus. Kraken!
befreit die Kraken! Und der will gerade das zweite Schiff hier schon mal an. Oh ja, das klingt sehr gesund. Ja, da hat der Kraken das Schiff versenkt. Das klingt wahnsinnig gesund. Und wir müssen warten, okay? Also wir warten immer eine bestimmte Zeit. Aber er macht 73 Stunden. Ich rette hier kurz die Überlebenden und hol mir die Leute. Zwei Männer, also sehr günstig in der Stadt vor der Bronze. 29 Münzen und Baumstämme, außerdem Segeltuch. Und ja, jetzt kümmern wir uns mal nicht um den Rest. Erstmal hier um die Schnau, die ist eh schon beschädigt. Ja, hat auch sehr gut funktioniert. Also wenn ich das richtig gerade lese, 72 Stunden. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis wir den Kraken wieder benutzen können. Aber man hat was gesehen, der macht das sehr zuverlässig und das war ein kurzer Kampf, ne? Das war eine Sekundengeschichte. Ich würde den gerne rammen, aber wir sind mal wieder gegen den Wind, das ist nicht blöd. Ja, der ist auf der Seite fast versenkt. Der ist fast versenkt, er braucht noch eine Treffer und dann ist er vernichtet. Ja genau, da ist er tot. Kurz die Sachen nehmen. 25 Münzen und Stämme so, und Tanken, so viel wir gehen. Und dann kümmern wir uns jetzt um die restlichen Schiffe. Das waren glaube ich noch zwei. Wir haben halt jetzt wieder kein Schiff zur Verstärkung. Wir hatten letztes Mal zwei, die waren hilfreich. Feuer! Und wir sind auf Gelb mit beiden Werten. Ich will aber jetzt noch nicht reparieren. Weil wir sind noch im hohen gelben Bereich. Das ist, es ist halt auf jeden Fall noch eine Galeone. Amen. Und schön schädigen. Die treffen ja auch nicht mit allen Schüssen. So ist es ja nicht. Also man könnte den Kraken, wenn ich das richtig sehe, theoretisch unbegrenzt rufen. Aber immer nur in bestimmten Zeitabständen. Das ist gut zu wissen. Aber man braucht jetzt nicht sowas wie einen... man braucht jetzt nicht sowas wie einen Köder. Das ist gut zu wissen. Aber schön, dass er jetzt auf unserer Seite ist. Ja, die eine Galeone ist auf Gelb. Da ist halt dann noch eine. Das ist das Problem. Ich glaube, jetzt gehe ich mal in Reparaturmodus. Wir sind nämlich auf halbem Leben. Komm schon. Ich will halt jetzt die Fässer und das Öl nicht benutzen. Dann ist jetzt auf Rot. Man sieht ja schon, die ist vor uns sehr beschädigt. Und da ist sie versenkt, glaube ich. Genau. Das heißt, jetzt haben wir nur noch ein Schiff. Ja, wir schaffen es locker. Zwei Männer, sogar sehr günstiger Stadt Batavano. 37 Münzen. Alle Planken und neunmal rum. Und jetzt zu dir, Kollege. Du kommst auch nicht besser weg als deine anderen Freunde. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Merkt man vielleicht von den Kraken. Wir könnten ja natürlich auch wieder entern. Wir haben letztes Mal gesehen mit den Kartätschen, dann muss man nicht kämpfen. Das mache ich, glaube ich, aber erst müssen wir den Rahmen und genug beschädigen, weil mit einem gesunden Rumpf bringt das uns nothing. Ja, sollen sie uns doch. Jetzt sind sie auf Rot. Ich glaube, jetzt können wir gleich mal machen.
und dass es welche getötet hat. Aber ich sehe auf jeden Fall einige Löcher, also. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall Schmerzensschrei gehört, dass er auf jeden Fall Leute getötet. Ich frage mich, wo die andere Radione hin ist. Was für ein wundervolles Biest. Wie sollen wir es nennen? Oder vielleicht ist es eine Sie. Außerdem haben wir gerade Gallione angenommen. Ich glaube, die Crewmitglieder sind tot. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt eine Lebensanzeige. Das ist bei uns diese dunkelblaue für die Crewmitglieder. Das habe ich aber jetzt gerade erst gesehen. Eine listige Kreatur wie diese sollte nach mir benannt werden. Haha. Ja, der feigste Schmuggler der Welt. Nach dir benenne ich den Kraken bestimmt nicht. Hör zu, ich habe etwas, das ich allen nutzen könnte. Doch zuerst müssen wir nach Santo Domingo. Ich vertraut mir doch ein bisschen, oder? Wahrscheinlich ihr vertraut mir noch ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Also nicht ich für meinen Fall zumindest. Vertrauenswürdigkeit bist du nicht gerade bekannt. Aber diesmal vertraue ich dir. Bozo, setze Kurs auf Santo Domingo. Nur einen Moment, Captain. Die Männer haben fast alle erbeuteten Kisten eingeladen. Wir sind jetzt 4000 Goldstücke reicher. Oh, sehr schön. Solange teile ich mit euch ein paar Weisheiten. Natürlich ohne Extrakosten. Och, ist er nicht nett, der gute Schmuggler, haha. Wenn unser Schiff nicht als Piraten gebrandmarkt ist und wir die spanische Flagge hissen, können wir Kämpfe vermeiden. Oder kämpfen und ordentlich Verwüstung errichten, falls es gewünscht ist. Kämpfen. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gemerkt, dass wir uns mit der Flagge tarnen können. Man merkt schon, ganz schlauer. So, die Gallione hier ist auf jeden Fall zerstört, die will ich haben. Die Azure Condor. 19-mal Segeltuch, 2-mal Planken, 34 Kanonen und sehr viel Zeug, was man verkaufen kann, auch wenn wir jetzt wieder viel Geld haben. Kaperer Schiff. Und jetzt würde ich gerne mal zu den anderen beiden. Wir haben ja noch ein bisschen Beute. Konnten wir vorher nicht mitnehmen. Hätte ich jetzt gerne. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Gallion. Wir müssten eigentlich zwei haben, aber was soll's. Gehen wir jetzt schon auf drei. Weil da sind hier noch zwei Sachen im Wasser. Die würde ich mir gerne abholen. Von den beiden versenkten Schiffen. Ja, einmal da eine rum. Ja, alles Geld, auch wenn wir jetzt gerade 4000 bekommen haben. Wir wissen ja, sowas kann schnell mal weggehen. Und da sehe ich auch nochmal einen Pfeil. Ich glaube, hier ist auch nochmal irgendwo Treibgut. Ich sehe aber keins. Vielleicht auch Survivals. Survivals können wir aber auch brauchen. Oder ein Frack. Na, ich sehe nichts gerade. Keine Ahnung. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier. Ja, erstmal werde ich nach Tortuga fahren. Wo ist denn Santo Domingo? Das ist gar nicht so weit weg. Ja, mit dem Kraken gerade war natürlich das total easy mit dem Kampf. So, Tortuga ankern. Da wir gerade so viel, schön viel Geld bekommen haben, können wir uns gleich reparieren. Ja, 282 Münzen, wir haben wirklich nicht viel Schaden genommen. Das war gar nichts. Frachtladen, wir haben hier ein paar Planken. Halt. Bitte ins Lagerhaus. Die weg können. Außerdem ein paar, ja, nee, Kanonen brauchen wir. Genauso wie Segeltuch, genauso wie unsere Planken. Ach so, und wir haben hier Kanonenkugeln, die gemacht wurden, die nehmen wir alle mit. Das ist schon mal sehr schön. Und die Azure Condor hat auch ein bisschen was geladen. Ich glaube, da mache ich es genauso wie bei uns. Mit 100 von den Doppelbällen und den Kartätschen und eine relativ große Anzahl Kugeln. Allerdings werde ich zu uns die Planken und das Segeltuch tun, weil die sollen nur Unterstützung sein und nicht, ich weiß gar nicht, ob die sich automatisch reparieren, das habe ich auch schon mal gesagt. Gut, den Rum können wir loswerden. Segeltuch können wir 11 loswerden. Machen wir nochmal ein bisschen Geld mit.
blanken Kanonen brauchen wir allerdings. Und bei den Kanonen brauchen wir hier gleich alle. Und bei den Planken, ich weiß, es ist hier recht teuer, aber wir haben gerade Geld. Ich kann es gerade mal machen. Ja, gehen wir doch auf 20. Das heißt 17. Ich weiß schon, gerade wieder Geld raushauen, sorry. Genau, und hier können wir wieder auf 100 runtergehen, das heißt hier 250 weg. Weil, wer sieht ja, 100 Kartätschen reichen für eine Galeone. Und ich glaube, was Größeres an eine Galeone gibt, das glaube ich nicht. Zumindest nicht sofort. Und hier können wir 316 wegtun. Jetzt noch 3, weil er wieder im letzten Moment weggegangen ist. Und ja, 622 Kugeln reichen, finde ich. Gut. Game Theory hat auch eine neue Mission. Ich werde aber trotzdem erstmal hier die Galeone, die wir jetzt erobert haben, können natürlich auch upgraden jetzt nochmal, ne? An sich. Werde ich erstmal hier lassen. Auch mal so, und jetzt mal zu dem anderen Schiff. Die also Kondor, die lasse ich wie gesagt erstmal hier. Das heißt, sie bleibt noch auf der Stelle. Mannschaftsmitglieder könnte sie nehmen, aber wir haben hier im Moment keine. Laden, du brauchst auch nicht so viel. Du nimmst hier 204 mal weg. Wieso geht er immer um 1? Ich check's nicht. Und hier auch 204. Ja, wieder um 1. Gesehen? Das ist echt ätzend. So, und hier lasse ich die Kugeln. Gut, wie viel müssten wir bei dir reparieren? Ach, gar nicht so viel. Und das geht. Das mache ich auch noch selber. Und was hast du für Upgrades? Das würde mich interessieren. Hast du einen Rammsporn? Nein, hast du nicht. Ich glaube, den kaufe ich gleich, weil wir haben jetzt immer noch knapp 5800. Ansonsten kaufe ich bei diesem Schiff mal nichts, weil wie gesagt, das ist auch nur gedacht als Unterstützung. Was kaufen wir bei uns selber? Wir könnten natürlich die tödlichen Kanonen kaufen. Dann hätten wir alle Gefechtsupgrades. Oder für 1/6 Musketen hätten wir dann Enten-Upgrades. Weil die größeren Kabinen auch für 1/6, dann hätten wir alle allgemeinen Upgrades. Wir sind eigentlich mit unserem sehr gut dabei. Oder die Segel. Aber da sind es noch mehrere. Ich glaube, da überlasse ich euch mal die Wahl und kaufe erstmal nichts. Aber vielleicht was bauen. Bei den Sachen brauche ich mal nichts, weil wir kriegen immer noch zu wenig ein. Höchstens wegen dem Vor. 1/3. Ich finde, das kann man mal ausgeben. Dann gehen größeres Vor. Das nächste gibt es dann bei 1/7, Stufe 4, 20 Kanonen. Ich finde, das kann man mal ausgeben, weil wir haben jetzt immer noch knapp 3300 Gold. Sehr schön. Ja, was machen wir? Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 12 Minuten. Ich würde sagen, wir questen noch ein bisschen. Weil wir sind ja im Moment hier als Pirat markiert. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt erstmal schauen, was der Ebenezer zu tun hat. Und natürlich hier nochmal Mannschaftsmitglieder holen. Damit fehlen uns noch 12 Mann, dann ist unsere Prämitros schon mal vor. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Wenn nicht, kann man es im nächsten Part immer noch mal ändern. So, und 2 Kanonen hätte ich gerne noch, dass wir wieder hier voll sind mit Reparaturzeug. Und da mal gucken, was er zu tun hat. Ah, ein Schiff eskortieren. Die Incubus nach Cabo de la Vela. Okay, das kennen wir schon. Die Incubus ist eine Brig, das heißt, die fällt sehr schnell, wenn wir Pech haben, aber wir sind im Moment natürlich wieder neutral.
Und ja, wir nehmen ihre Kanonen, denke ich mal, mit. Die Männer lassen wir drauf, aber die Kanonen nehmen wir mit. Und weil er will nur, dass das Schiff das Ziel erreicht und die greifen eh nicht an. Sie hätten eh keine Kugeln. Dann können wir die Kanonen für uns zum Verkauf nutzen. So, wie weit ist das weg? Cabo de la Vela, Niederlande. 6 Tage. Einmal niederländische Flagge, aber wahrscheinlich werden wir wieder gleich angegriffen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich denke, den Auftrag schaffen wir auf jeden Fall noch. Nein, wir wurden nicht angegriffen. Cabo de la Vela. Sehr schön. Das freut mich immer. Das ist sehr schön. Einmal ankern. Inkubus hat sich ja abgelegt. Wir können unsere Bezahlung abholen gehen. Und hier nochmal jetzt anheuern, damit wir voll sind. Immer noch knapp 3000 Gold. Und 14 Kanonen, die wir loswerden können. So, sehr schön. Nicht angegriffen worden, das überrascht mich sehr, aber ich bin nicht traurig. Ich finde es sehr gut. Coney Harbor zurück. So, eine glänzende Goldmünze. Ich habe die Nachricht erhalten, dass das Schiff sein Ziel erreicht hat. Gutes Gefühl. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten, wenn ich das so sehe. Ich glaube 8 Minuten. Ich muss mal kurz austappen. 9. Okay, dann würde ich sagen, tun wir noch ein bisschen Autosegel nach Calypso Island. Richtung Osten. Einfach um nochmal ein bisschen... Oder nein, wisst ihr was? Erstmal gehe ich jetzt zurück nach Tortuga. Wir setzen. Wechsle jetzt auf die andere Galeone. Und tu mit der ein bisschen Autosegeln. Mache jetzt auch mal niederländisch. Und, genau, wir müssen einen Captain. Dann kurz Zeit für den mächtigen Kran. Also, Chi-Jung heißt es, glaube ich. Diese mysteriöse Person kommt aus Asien. Er ist ein fähiger Captain, aber noch viel wichtiger, er ist ein Bestienmeister. Er hat uraltes Wissen studiert und kann jetzt das Seemonster, den Kraken, beschwören und Schiffe versenken. Nachteil, nach einem Krakenangriff bleibt nicht viel übrig. Ist aber völlig egal. Ja, dann tun wir mal John und die Anne of the Azure. Ja, so Condor, weil wir segeln ja jetzt nicht zum Kämpfen, sondern nur mit der noch mal ein paar Sachen einzusacken, gerade eben Mannschaftsmitglieder Richtung Nordosten. Auf geht's. Ich denke mal, das ist jetzt ein guter Abschluss. Ja, aber krass, der Kraken. Ich meine, jetzt bin ich überrascht. Das ist ja ein mystisches Seeungeheuer. Natürlich macht er das schnell, aber das war eine Galeone. Das war ja maximal eine Minute. Der hat die sehr zuverlässig erledigt. Ich finde sogar zuverlässig noch ein untertriebenes Wort. Das war wirklich äußerst fix. Und ich meine, auf dem Schiff zur Not, wir haben auf diesem Schiff noch eine Menge. Ach scheiße, das andere Schiff folgt uns ja. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse immer die Befehle. Aber irgendwie konnte man ja an die Befehle gehen, ne? Also kann man nur switchen. Irgendwie konnte man ja an die Befehle gehen. Ich glaube, so ging das, genau. Primutos, bleibe an Ort und Stelle. Ach Mist. So, jetzt hat. Jetzt halt haben wir's. Also hier kann man dann die Schiffsbefehle geben, weil da müssen wir nicht zurück. So war das. Ja, genau deswegen bin ich auf dieses Schiff umgestiegen im Moment.
Aber er hat nur 9,8 Knoten. Es scheint mir, es ist ja auch eine Galeone. Ich glaube, die ist aber ein bisschen langsamer. 9 Knoten das Maximum. 79 Grad unter Winkel. Ein bisschen langsamer als unsere erste Galeone. Könnte aber auch daran liegen, dass einfach die andere mehr Upgrades hat. Ja, genau, da wird jetzt da stehen. Da können wir jetzt sogar auf fünffacher Beschleunigung fahren. Naja, das hier ist ja auch eine Corvette der Franzosen. Flagge wechseln. Das hier ist ja auch ein ursprüngliches Marineschiff. Bei Männerbaumwelle sehr günstig in der Stadt Wilmstedt. Und da vorne haben wir wieder einen schönen Seekampf. Aus Engländern, Franzosen und ich glaube Niederländern. Treibgut. Wo ist Treibgut? Ich sehe kein Treibgut. Mysteriöses Schiff sollen wir an Bord gehen und gerade eben wurde eins versenkt. Los uns in Ruhe. Ja, da ist Treibgut, aber das ist halt mitten im Dampf. Darf ich nehmen? Ich wollte gar nicht entern. Ich wollte doch nur das Treibgut mitnehmen. Das war jetzt nicht schön. Na gut. Also, Galeone. Bleibe an Ort und Stelle. Mannschaft sind wieder anheuern. Zack. Wir haben auch nur 125 Mann, da haben wir bei der anderen deutlich mehr. Das war jetzt gerade nicht schön. Ich wollte nicht viel. Egal. Sind wir ja voll, ne? Genau. Und Reparatur ist bei beiden gemacht. Ja gut, dann machen wir es jetzt schnell mit dem... Dann fahren wir jetzt schnell noch nach Calypso Island. Zum James Yuri. Ja, mein Job für dich. Sammle deine Männer, gehe nach St. Bartholomäus Depths und zerstöre die dänischen Militärschiffe, welche sich dort sammeln. Sie suchen nach Piraten, die unter meinem Befehl standen und die Handelsflotte der Königin angriffen. Bald werden sie das Versteck meiner Kameraden angreifen. Du musst sie abfangen, bevor das passiert. Ich will nicht, dass meine Brüder mir folgen. Noch nicht. 550 Goldmünzen warten auf dich. Versau das nicht. Ach du, mit zwei Galeonen und einem Kraken. Aha, jetzt ist ja auch keine Zahl mehr. Also wir können ihn beim nächsten Kampf beschwören. Sollte das kein Problem sein, wollte ich sagen. Genau, aber jetzt, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Aha, da ist das. Wie weit ist denn das? Rein Neugier. 6 Tage, 5 Stunden. Jetzt von unserer Insel aus. Und das andere war ja... First Cave. Schatzinsel. Aha. Andere ist nicht so weit weg. 2 Tage, 3 Stunden. Wir hatten ja beim letzten Mal eine Schatzkarte. Und ich wusste aber nicht, welche Insel hier ist. Hier. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal erstmal nach Schätzen suchen. Auch wenn wir sie im Moment nicht brauchen. So, Galeone. Nur nochmal anheuern hier. 2,5. Weil die sind auch fast voll. Und hier möchte ich jetzt bitte gucken, weil ich glaube, wir haben nochmal jetzt... Genau. Nur mal ganz viele nette Planken gesammelt, die wir verkaufen können. Aber ich glaube, ich werde diese Planken jetzt alle aufs Boot tun. Soweit wir können. Wir können gar nicht alle nehmen. Warum? Wegen der Quest gerade. Eine Militäreskorte ist schwer, selbst mit dem Kraken, aber wir können die ja dann mitnehmen. Genau, dann höre ich jetzt auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir dann... Ja, also ich denke, also mein Plan ist jetzt erstmal ein Upgrade kaufen, was ihr entscheidet bei unserer Premutos. Dann zu dieser Schatzinsel gehen und dann mal gucken. Entweder der Hauptquest folgen mit Santo Domingo oder diese Flotte zerstören. Weil es mit dem Kraken vorher, das war sehr, sehr easy und es hat mir sehr gefallen. Und ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann später wieder zu den anderen Folgen, die noch fehlen.
Also zu Game of Thrones und zum Mittelerde Fight Club. Ich werde gucken, dass ich es heute noch schaffe, aber ich kann es halt nicht mit Sicherheit sagen. Und ja, ansonsten dann morgen hoffentlich wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.